Hallo, mein Name ist Marco Nievo und ich bin CSO von CTF Europe. Ich möchte Sie recht herzlich zu dieser Informationsveranstaltung begrüßen und ich möchte Ihnen im Namen aller Patienten für Ihr Interesse an NF danken. Bevor wir zum eigentlichen Vortrag kommen, möchte ich Ihnen noch etwas zu den anschließenden Fragen und Antworten sagen. Sie können Ihre Fragen in den Chat eingeben während der Masterclass. Wir würden es bevorzugen, wenn Sie diese Fragen auf Englisch stellen könnten. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Frage auf Englisch zu schreiben, könnten Sie ein Online-Übersetzungsprogramm wie Google Translate verwenden und die Übersetzung dann in das Chatfeld schreiben. Wenn Ihnen das nicht möglich sein sollte, dann werden wir auf unserer Seite unser Bestes tun, um Ihre Frage ins Englische zu übersetzen. Vielen Dank und viel Spaß bei dieser Masterclass. Guten Tag. Wir sind Shruti Garg und Andrei Riedmann. Wir werden die nächste Folge der Infer-Webinare vorstellen. Und diesmal geht es um Kognition und Verhalten. Shruti Garg ist Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Manchester, Großbritannien. Und ich werde den heutigen Vortrag beginnen. Mein Name ist Andrei Riedmann. Ich bin Neuropsychologe am Erasmus Medical Center in Rotterdam in den Niederlanden. Auf unserer nächsten Folie sehen Sie unsere Offenlegungen. Nur um Ihnen zu zeigen, dass wir nichts offenzulegen haben. Und wenn Sie in Ihren Browser Neurofibromatose Typ 1 ohne irgendeine Hinzufügung eingeben, dann finden Sie das hier. Was dabei vor allem ins Auge sticht, ist, dass sich die Mehrzahl der Beschwerden auf die somatischen, die physischen Symptome von NF1 bezieht. Die Diagnose basiert natürlich auf physischen Kriterien, aber bei Kindern sind es nach wie vor die Lern- und Verhaltensprobleme, die am offensichtlichsten sind und am häufigsten auftreten. Wir werden uns in diesem Vortrag auf Probleme im Zusammenhang mit dem Lernen, der Kognition und dem Verhalten konzentrieren. Als erstes möchte ich Ihnen einen Patienten vorstellen, der in eines unserer ambulanten Zentren in Rotterdam kam. Dieser Patient erhielt mit 18 Monaten die NF1-Diagnose. Im Verlauf seiner Kindheit wechselte er im Alter von 6 Jahren von der Regel auf die Sonderschule. Im Grundschulalter wurde er darüber hinaus mit Konzentrationsstörungen und Hyperaktivität und einer Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert. Im Alter von 14 Jahren wurde er mit seinen Eltern bei uns vorstellig. Seine Eltern hatten seine Verhaltensauffälligkeiten zwar seit langem erfolgreich gehandhabt, aber dies hatte einen großen Teil ihrer Energie und Aufmerksamkeit in Anspruch genommen, die auch von ihren anderen Kindern benötigt wurden. Die herausragenden Probleme für den Jungen selbst waren chronische Schmerzen und Abgeschlagenheit, die es ihm unmöglich machten, normale Schul- oder Arbeitstage zu bewältigen. Im Moment arbeitet er ca. 3 Stunden am Tag, danach ist er meist erschöpft. Wir haben mit einer psychologischen Unterstützung in Form einer psychologischen Bewertung begonnen und haben dabei festgestellt, dass sich seine Intelligenz noch immer im durchschnittlichen Bereich befand. Er hatte jedoch mehrere Probleme im Bereich der exekutiven Funktionen. Er hatte Schwierigkeiten mit alltäglichen Aufgaben. Er brauchte lange, um wach zu werden und morgens in die Gänge zu kommen. Planung war ein Problem, genauso wie das Wechseln zwischen verschiedenen Aufgaben. Seine psychologische Unterstützung bestand darin, die Eltern dabei zu unterstützen, seine Verhaltensprobleme und seine Planungsprobleme besser in den Griff zu bekommen und auch die Organisation seines Unterstützungssystems um ihn herum zu verbessern. In Zusammenarbeit mit seiner Schule fanden wir schließlich eine betreute Arbeitsstelle, nachdem er die Schule abgeschlossen hatte. Als er 19 Jahre alt war, fanden die Eltern eine unabhängige Wohnsituation, in der er mit täglichem Coaching leben konnte. Er lebt und arbeitet also nicht wirklich unabhängig, aber es geht ihm zurzeit recht gut. Wie bei den meisten Kindern stand am Anfang diese kognitive Beurteilung, einfach um besser verstehen zu können, woher die Probleme wie Abgeschlagenheit, Frustration und die Schwierigkeiten beim Beginn des Tages herrühren und den Eltern sowie den Kindern selbst besser helfen zu können, damit umzugehen. Nächste Folie, bitte. Ja. Hier sehen Sie eine Übersicht über alle kognitiven und Verhaltensprobleme, die man bei NF1 antreffen kann. Ganz
Oben sehen Sie den niedrigeren Intelligenzquotienten, wobei es sich um einen niedrigeren IQ auf Gruppenebene handelt. Der IQ selbst ist innerhalb dieser Gruppe aber normal verteilt, was zu einer wirklich heterogenen Gruppe führt, wie auch in der Allgemeinbevölkerung. Also einerseits haben wir die Menschen auf der linken Seite mit geistigen Beeinträchtigungen, aber die Zahl ist doppelt so hoch wie in der Allgemeinbevölkerung. Und auf der anderen Seite sehen wir Patienten mit normaler oder hoher Intelligenz, aber mit einigen Problemen, kognitiven Problemen, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Zweitens sehen Sie unten das verbreitetste Problem, nämlich das Problem, das 10-mal häufiger vorkommt in NF1-Patienten, ADHS. Und das weist auch darauf hin, dass NF1 eine kognitive Erkrankung ist. Und in Erwachsenen sehen wir auch ein erhöhtes Vorkommen der Verinnerlichung von Problemen, wie Angstzuständen, beispielsweise soziale Angstzustände, gedrückte Stimmung oder gar Depressionen. Und nach einigen Studien sogar mehr Selbstmordversuche. In einer Studie wurde sogar Dysthymie festgestellt. Eine Stimmungsstörung ist also langfristig eine der häufigsten Diagnosen bei jedem fünften erwachsenen Patienten. Die meiste Forschung im Bereich der Autismus-Spektrumstörungen wird an Kindern durchgeführt. Und auch hier finden wir wieder eine mindestens 10-fache Erhöhung des Vorkommens von Autismus. Und all diese Faktoren zusammen haben eine starke Auswirkung auf die Lebensqualität. Nun werden wir hin und her springen zwischen Grundlagenforschung und klinischer Forschung und klinischer Praxis. Wir beginnen mit der Grundlagenforschung zur Kognition und gehen dann über zur Diagnose und zur Behandlung von kognitiven Problemen. Und schließlich wenden wir uns den Verhaltensauffälligkeiten und deren Behandlung zu. Auf dieser Folie sehen Sie die verschiedenen Bereiche der Grundlagenforschung bei NF1, Kognition und Verhalten. Die Grundlagenforschung stellt eine enge Zusammenarbeit zwischen Grundlagenwissenschaft und angewandter Wissenschaft dar. Aber in der Grundlagenwissenschaft sind die Neurowissenschaft und die Genetik die wichtigen Disziplinen, die die Ursache und Behandlung von NF1 erforschen. Diese Forschungsarbeiten wurden nach der Entdeckung des NF1-Gens und dessen Genprodukts, des Proteins Neurofibromin, beschleunigt. Geforscht wurde hauptsächlich an Mäusen und für diese besondere Forschung haben wir eine spezielle Maus. Man fand heraus, welche Auswirkungen der Mangel dieses Proteins Neurofibromin in den Zellen und den Strukturen des zentralen Nervensystems hat. Dabei handelt es sich unter anderem um Pyramidenzellen, die Sie hier auf dem Bild sehen. Eine der Strukturen ist der Hippocampus. Das ist eine Struktur, die am Lernen und an Gedächtnisleistungen im Gehirn sowohl bei Mäusen als auch bei Menschen beteiligt ist. Im Rahmen von Experimenten, Verhaltens- und Lernexperimenten mit diesen selben Mäusen wurden die Auswirkungen eines Mangels an Neurofibromin auf das Verhalten und das Lernen festgestellt. Es wurde auch mit verschiedenen Behandlungen experimentiert, um zu sehen, ob sich dieser Mangel an Neurofibromin beheben lässt. Auf dieser Folie sehen Sie auf der rechten Seite Neurofibromin. Das ist eines der Proteine, das die Aktivität des RAS-Proteins reguliert und RAS deaktivieren kann oder auch nicht. Es funktioniert so als eine Art Schalter in einer Reihe von molekularen Prozessen. RAS wird aktiviert, wenn der Prozess der Proliferation stattfindet und wenn GDP durch GTP ersetzt wird. Und in NF1 sorgt eine geringere Menge an Neurofibromin dafür, dass der RAS-Signalweg zu aktiv wird. Und da dieser Signalweg daran beteiligt ist, verschiedene nachgeordnete Prozesse zu regulieren, zu hemmen und zu unterstützen, kann sich dies nicht nur auf die Haut, sondern auch auf die Knochenstruktur, auf das Zellwachstum und die Differenzierung auswirken. Und hier ist die Schnittstelle zur Kognition, das heißt zur Plastizität, zum Gedächtnis und zum Lernen. Das hier ist eine sehr volle Folie. Sie sehen sehr viele Neuronen, Nervenzellen. Und bei diesen farbigen Formen handelt es sich um Neuronen und die Rechtecke stehen für Behandlungsoptionen, die sich aus dem Wissen ergeben, das wir über die Auswirkungen von NF1 erworben haben. Das Fragezeichen weist darauf hin, dass die Neurowissenschaft noch nicht alle Schritte enträtselt hat, die in diesem Prozess erforderlich sind. Wir fangen auf der linken Seite mit dem blauen Neuron an.
Wir sehen Neurofibromin als eines der Proteine, die RAS regulieren, hauptsächlich zur Reduzierung der Aktivität von RAS. Und wenn es in Menschen mit Neurofibromatose Typ 1 weniger Neurofibromin produziert wird, kann RAS weniger aktiv sein, was zu einer übermäßigen Hemmung im Gehirn führt. Wie Sie vielleicht wissen, findet auch eine Modulation durch Neurotransmitter statt, die chemischen Substanzen, die an der Übertragung von Informationen zwischen Nervenzellen beteiligt sind. Und GABA ist einer dieser Neurotransmitter. Es handelt sich um einen Hemmer. Bei einer übermäßigen Freisetzung kann dies die Funktion von RAS im Gehirn hinsichtlich einer Reihe von Aufgaben verändern. Die grüne Zelle da unten, da sehen Sie wieder die Pyramidenneuronen, die im Hippocampus zu finden sind. Aufmerksamkeit, Lernen und Gedächtnis sind einige dieser Aufgaben, die mit Hilfe dieser Neurotransmitter wie GABA moderiert werden. In dieser Abbildung ist LTP, die Langzeitpotenzierung, ein Mechanismus, der für das Gehirn, für Plastizität und Lernen unerlässlich ist. Das rote Neuron auf der rechten Seite ist ein weiteres Neuron. Und eine weitere Auswirkung all dieses Mangels an Neurofibromin ist das Ausmaß der Dopaminproduktion. Dopamin ist ein weiterer Neurotransmitter, der an Bewegung und Aufmerksamkeit beteiligt ist. Dann geht es weiter zu den therapeutischen Optionen. Zunächst das Rechteck auf der linken Seite. Es wurden therapeutische Studien durchgeführt, um Mittel und Wege zu finden, um die Funktionsweise des RAS-Proteins zu beeinflussen. Von 2014 bis 2018 haben verschiedene Zentren Studien durchgeführt mit Statinen. Und da werden die Zellwände oft von betroffen. Zurzeit werden Studien mit MEK-Hämmern durchgeführt, die auf eine Reduzierung der plexiformen Neurofibrome abzielen. Und wir versuchen, ein Auge zu haben auf diese Studien, aber leider sind die Auswirkungen nicht besonders klar. Glücklicherweise sind die Auswirkungen der plexiformen Neurofibromatose auf die Schmerzen recht klar. Das nächste Rechteck im oberen Bereich steht für eine weitere Studie, die bislang noch nicht veröffentlicht wurde und auf präklinischen Studien beruht. Diese Studien zielen auf die Reduzierung der Aktivierung von Interneuronen durch sogenannte HCN-Kanäle ab, durch das Antiepileptikum Lamotrigin. Wir hoffen, dass die Ergebnisse dieser Studie schon bald verfügbar sind. Das graue Kästchen auf der rechten Seite führt Studien auf, die in den meisten Fällen mit stimulierenden Mitteln, meist Methylphenidat, durchgeführt werden. Sie untersuchen die Auswirkungen auf die ADHS-Symptome in NF1. Die meisten Studien belegen einen positiven Effekt auf die Symptome der Unaufmerksamkeit und möglicherweise auch auf die allgemeine Kognition. Auf dieser Folie kommen wir nun zur allgemeinen Kognition. Es geht also hier um Intelligenz. Es gibt eine globale Kennzahl zur Messung für die kognitive Gesamtleistung. In einer großen Gruppe von mehr als 500 Kindern mit NF1 haben wir festgestellt, dass die Fähigkeit zur Intelligenz sich nicht unterscheidet in NF1. Es gibt also immer noch eine sehr große Variabilität zwischen niedrigen und durchschnittlichen und höheren IQs. Wie Sie vielleicht wissen, liegt der mittlere Wert bei 100. Das ist also der Mittelwert der Bevölkerung und damit liegt die Standardabweichung bei 15. Normalerweise reicht die durchschnittliche Intelligenz in der allgemeinen Bevölkerung von 85 bis 115. Aber in NF1 ist der Gruppendurchschnitt nicht 100, sondern 87. Und es gab keinen großen Unterschied zwischen verbalen Aufgaben und zu erbringenden Leistungen. Es wurden ähnliche Werte erzielt. Eine Studie von David Goodman fand eine mögliche Verbindung zwischen dem Missense-Genotyp und dem kognitiven Phänotyp, aber unsere Studie konnte keine starke Verbindung zwischen Genotyp und kognitivem Phänotyp feststellen. Die einzige starke Verbindung, die wir finden konnten, bestand bei Menschen mit der Mikrodeletion, bei denen wir fast eine ganze weitere Standardabweichung festgestellt haben, mit einem Durchschnitts-IQ von 73.
Und da wir mit zwei weiteren Zentren zusammengearbeitet haben, konnten wir auch eine Verbindung herstellen, Informationen zusammenstellen zwischen zu eineigen Zwillingen und deren Abschneiden beim IQ-Test. Die IQs dieser Menschen wiesen eine hohe Korrelation auf, noch höher als in der allgemeinen Bevölkerung, was ein Beweis für eine starke genetische Auswirkung auf die Intelligenz sein kann. Nun kommen wir zu den spezifischen Bereichen der kognitiven Probleme bei NF1. Sie sehen hier drei Gruppen, sehr häufig und oft auftretende kognitive Probleme bei NF1. Oben sehen Sie dasselbe Bild, das Schutisch Garg auch in ihrer Präsentation zeigt. Links sehen Sie das Modell, das die Kinder kopieren sollen. Es handelt sich dabei um eine sehr komplexe Figur. Wenn Kinder mit NF1 diese Figur kopieren sollen, fällt ihnen dies sehr schwer. Sie schneiden bei dieser visuell-räumlichen Aufgabe eine Standardabweichung unterhalb des Durchschnitts ab. Wenn Sie aber aufgefordert werden, 20 bis 30 Minuten später die Figur aus dem Gedächtnis nachzuzeichnen, erzielen Sie zwei Abweichungen unterhalb des Durchschnitts, was also belegt, dass Kinder mit NF1 nicht nur Schwierigkeiten mit dem Nachzeichnen, sondern auch mit dem Merken solcher Informationen haben. Eine weitere Sache, auf die ich hinsichtlich der häufigen Rolle von Funktionen hinweisen möchte, sind die exekutiven Funktionen. Das ist eine große Bandbreite von höheren kognitiven Funktionen wie Hemmung, Arbeitsgedächtnis, Flexibilität und Planung, wie es bei der Fallstudie war, die ich zu Beginn erwähnte. Vor kurzem sahen wir auch einige Forschungsarbeiten zu motorischen Problemen bei NF1. Diese scheinen in NF1 vielleicht sogar noch häufiger aufzutreten als ADHS. Möglicherweise müssen wir sogar die Diagnose Dyspraxie bei NF1 in Erwägung ziehen. All diese Probleme zusammen mit anderen möglichen Prädiktoren führen zu einer großen Vielfalt von Lernschwierigkeiten. Man kann nicht wirklich sagen, ob es mehr um Schreib- oder Leseschwächen oder Probleme mit dem Rechnen geht, weil diese bei NF1 alle häufig vorkommen. Laut einer Studie haben fast mehr als die Hälfte der Kinder Leseschwächen. In einer Gruppe von Kindern mit NF1, die eine wirklich große Zahl umfasst und wirklich unsere Aufmerksamkeit erforderte, was die Überwachung der Leistung aller Kinder anging. In den Niederlanden haben wir festgestellt, dass nur 15% der Kinder keinerlei Hilfe oder sonderpädagogische Maßnahmen erforderten, was bedeutet, dass 40-80% irgendeine Form von Lernschwäche aufweisen. In der Kategorie häufig wollte ich nur noch einmal ADHS erwähnen. Dabei sehen wir hauptsächlich Unaufmerksamkeit. Das Besondere bei NF1 ist, dass die Prävalenz bei Mädchen und Jungen fast gleich ist, während wir in der Allgemeinbevölkerung dreimal mehr Jungen als Mädchen mit ADHS finden. Müdigkeit ist auch ziemlich weit verbreitet, möglicherweise mehr in Jugendlichen und Erwachsenen als bei Kindern. Aber das ist nicht nur ein körperliches Problem bei NF1, sondern vielleicht auch ein Problem des Gehirns, da eine große Menge an Energie einer Person auch von unserem Gehirn verbraucht wird. Nun komme ich zur letzten meiner Folien über diese kognitiven Probleme, auf der es um den Prozess der Informationsverarbeitung geht. Und hier finden Sie fast die gleichen Probleme, die ich in der vorherigen Folie angesprochen habe. Dieses Diagramm zeigt die Verarbeitung von Informationen von links nach rechts. Wenn man nach links schaut, sieht man nicht sehr viele sensorische Probleme. Es gibt auch nicht sehr viele visuelle Probleme bei NF1, wobei es offensichtlich welche gibt, wenn ein Optikusgliom vorliegt. Aber wenn wir weiter nach rechts gehen und lernen und die Wirkung des Lernens in Aktion betrachten, finden wir bei NF1 mehr und mehr Probleme, zum Beispiel Lernprobleme, Aufmerksamkeitsstörungen und individuelle Probleme des räumlichen Gedächtnisses. Im Bereich Performance, dem Aktionsteil, finden wir Störungen der Exekutivfunktionen Motorik und Sprache.
All diese Probleme zusammen führen zu diesen größeren Problemen, die wir bereits erwähnt haben, wie Schlafstörungen, Müdigkeit, soziale, emotionale und akademische Probleme und einige Syndrome wie ADHS, DCD und ASD. Und nun übernimmt Shruti Garg mit der nächsten Folie das Wort. Okay, vielen Dank, André. Ich werde zuerst über Kognition und Neuroimaging sprechen. Es gibt internationale Bemühungen unter Forschungsgemeinschaften und Klinikern, diesen kognitiven Phänotyp in Verbindung mit NF1 grundlegend zu verstehen. Eine der Möglichkeiten, dies zu tun, besteht darin, MRT-Bilder zu betrachten. Im Bereich der strukturellen Bildgebung wurde uns in vielen Studien bewusst, dass es hyperintensive Läsionen gibt, T2-Hyperintensitäten oder UBS, wie sie früher genannt wurden. Viele Forscher haben versucht, eine Korrelation zwischen der Lokalisation und Anzahl dieser T2-Hyperintensitäten und der Kognition zu finden. Wir wissen mittlerweile, dass es keine wirklich klare Beziehung zwischen der Anzahl dieser Hyperintensitäten und der Kognition gibt. Eine Studie hat jedoch gezeigt, dass wenn diese T2-Hyperintensitäten diffuser sind und sich im Thalamus befinden, dies mit den meisten kognitiven Einschränkungen verbunden ist. Im Laufe der Entwicklung gibt es einige Hinweise darauf, dass sich die Anzahl dieser T2-Hyperintensitäten verringert. Wir sind uns nicht klar, ob diese Verbesserung mit der Kognition assoziiert ist. Andere Studien haben gezeigt, dass es einen allgemeinen Anstieg der grauen und weißen Hirnsubstanz in Verbindung mit NF1 gibt, aber es hat sich nicht gezeigt, dass er mit kognitiver Funktion assoziiert ist. Ein Ergebnis, das über eine Reihe von Studien hinweg repliziert wurde, ist ein erhöhtes Volumen des Corpus callosum und das hat eine inverse Beziehung zum IQ. Neuere Diffusions-MRT-Studien haben gezeigt, dass es Veränderungen der Mikrostruktur der weißen Substanz gibt, die am meisten im Frontallappen zu sehen sind. Und diese könnten sich wirklich auf die Schwierigkeiten beziehen, die wir in den Aufmerksamkeit- und Exekutivfunktionen sehen. Nun hat es vor allem in den letzten 6 oder 7 Jahren zunehmende Betonung auf funktionelle Studien gegeben. Dazu gehören funktionelle MRT und auch die Magnetresonanzspektroskopie. Und diese Studien werden verwendet, um den Zusammenhang zwischen Erregungsmustern im Gehirn während der Durchführung kognitiver Aufgaben zu untersuchen. Mehrere Studien haben gezeigt, dass die Aktivierung des Frontallappens, insbesondere des dorsolateralen präfrontalen Kortex, während einer kognitiven Aufgabe reduziert wird. In jüngerer Zeit haben MRT- oder MR-Spektroskopie-Studien gezeigt, dass es eine veränderte, aufgabereagierende neuronale Übertragung gibt, was die Ergebnisse aus Tierstudien bestätigte. Nun zu den Verhaltensproblemen in Verbindung mit NF1. Wie André schon erwähnt hat, wissen wir, dass Autismus und ADHS sehr häufig auftreten. Daneben treten aber auch Koordinations- und Entwicklungsstörungen auch häufig auf. Dies wurde bereits als motorische Dyspraxie angesprochen. Die Probleme der Internalisierung und Externalisierung treten bei Erwachsenen mit Raten von etwa 50% häufiger auf. Aber tatsächlich sind sie auch sehr häufig bei Kindern, besonders im Jugendalter, zu finden. Die Raten liegen gemäß jüngsten Studien bei rund 30%. Das höhere Maß der wahrgenommenen Ermüdung bei Kindern wurde in einer aktuellen Studie von Vassallo et al. Gezeigt. Und hier möchte ich betonen, dass die Summierung dieser Schwierigkeiten, darunter kognitive, emotionale, soziale und motorische Probleme, sich zusammen auf die Lebensqualität und die akademische Funktionsfähigkeit auswirkt. Dann schauen wir uns speziell die Klassifizierung anhand der 5 DSM-Kriterien und ICD-11-Kriterien an. Viele dieser Kinder passen möglicherweise nicht genau in den Rahmen oder erfüllen nicht die Kriterien für Autismus oder ADHS. Aber zusammen leiden sie in jedem dieser Bereiche unter Beeinträchtigungen, die zusammen dazu beitragen können, dass die Funktionen tatsächlich in höherem Maß beeinträchtigt sind. Ganz zu schweigen von den Schlafproblemen, die extrem häufig gemeldet werden und die sind schon bei Kleinkindern zu sehen. Die grundlegenden wissenschaftlichen Studien, insbesondere an Fliegen, haben gezeigt, dass das Protein Neurofibromin für den Calciumkreislauf in den zirkadianen Neuronen benötigt wird. Zudem haben sie gezeigt, dass das Fehlen von Neurofibromin den zirkadianen Rhythmus stört.
Die Schlafstörungen, die häufig von Eltern berichtet werden, sind Schwierigkeiten beim Einschlafen, aber auch mit zu frühem Aufwachen. Wir müssen auch wirklich darüber nachdenken, was die Prädiktoren für Lern- und Verhaltensprobleme bei NF1 sind. André hat das schon angesprochen. Tatsächlich sehen wir bei der Betrachtung von ADHS bei NF1, dass Männer und Frauen mit NF1 etwa in gleichem Maß betroffen sind. Dies ist anders als in der Bevölkerung, die kein NF1 hat, also der allgemeinen Bevölkerung. Wenn wir uns jedoch Autismus und NF1 anschauen, stellen wir fest, dass die Tendenz bei Männern höher ist, also dass Männer mit NF1 eher mit Autismus diagnostiziert werden als Frauen und das im Verhältnis von 4:1. Und das ist der allgemeinen Bevölkerung sehr ähnlich. Wenn wir uns den sozioökonomischen Status ansehen, wissen wir, dass Kinder in Familien mit niedrigerem sozioökonomischen Status mehr Probleme haben beim kognitiven Verhalten und im akademischen Bereich mehr Schwierigkeiten haben. Und das ist der allgemeinen Bevölkerung sehr ähnlich. Die Familien, die mit NF1 vorbelastet sind, haben selbst nach der Korrektur sozioökonomischer Aspekte die größten kognitiven Einschränkungen. Das ist ein wirklich wichtiger Befund, weil es die Erfahrung vieler unserer Ärzte bestätigt, die feststellen, dass es Familien mit der normalen Mutation viel besser geht oder die Kinder akademisch und funktionell viel besser abschneiden. Aber wenn NF1 in der Familie vorkommt, gibt es schlechtere Ergebnisse. Wir wissen auch, dass neurologische Erkrankungen wie Hydrocephalus und Epilepsie mit schlechteren kognitiven Ergebnissen assoziiert sind. Wir kommen nun zum Management und zur Behandlung von kognitiven und Verhaltensstörungen in Verbindung mit NF1. Die allgemeinen Grundsätze für den Umgang mit kognitiven und Verhaltensstörungen bei NF1 sind denen sehr ähnlich, die für ein Kind ohne NF1 gelten würden. Für die Gesamtbeurteilung ist es also wirklich wichtig, das Kind an ein Entwicklungszentrum, einen entwicklungsfördernden Kinderarzt zu überweisen. Es müssen grundlegende Lernprobleme und Verhaltensschwierigkeiten berücksichtigt werden. Dazu gehört das Verständnis, dass die Symptomatologie der sozialen Kommunikation und von ADHS tatsächlich sehr oft als Begleiterkrankungen zu NF1 angesehen werden. Daher sollte es ein Screening auf diese Schwierigkeiten geben. In Bezug auf das Management sollte man in erster Linie Verhaltensansätze in Betracht ziehen, den Eltern Strategien für den Umgang mit Kindern und zur Verhaltensänderung an die Hand geben und Kinder, besonders Jugendliche, anhand von Gesprächstherapie behandeln, besonders bei Angststörungen. Für jüngere Kinder müssen auch Maßnahmen gegen Sprachschwierigkeiten sowie Koordinations- und Entwicklungsstörungen ergriffen werden. Für Lernschwierigkeiten könnten Ansätze verwendet werden, die speziell auf kognitive Remediationstherapie ausgerichtet sind. Die Vergabe von Medikamenten sollte nicht an sich allein in Betracht gezogen werden, sondern als Ergänzung zu allen anderen Interventionen, die ich beschrieben habe. In Bezug auf allgemeine Maßnahmen könnten Physiotherapie, Ergotherapie sowie Sprachtherapie in Betracht gezogen werden. Diese Kinder benötigen möglicherweise zusätzliche Unterstützung in der Schule und besondere Förderung sowie Nachhilfe zum Lesen, Rechnen oder Schreiben und auch eine Behandlung ihrer chronischen Schmerzen, Müdigkeit oder anderer somatischer Beschwerden. Wenn wir uns die Fachliteratur ansehen, gab es speziell für NF1 einige Möglichkeiten zur Intervention und ich habe einige Referenzen zusammengetragen für Sie. Insbesondere gibt es Interventionsprogramme zum Lesen, die 2015 veröffentlicht wurden. Aber in jüngerer Zeit gibt es mehr Betonung auf Akzeptanz- und Commitment-Therapie sowie für die Behandlung von Angstzuständen, Stimmungsschwankungen, aber auch Schwierigkeiten der Akzeptanz sehr offensichtlicher Neurofibrome, Gesichtsneurofibrome und der visuellen Unterschiede. Zudem gibt es eine kürzlich durchgeführte Studie über kognitives Training mit CogMed aus dem Jahr 2017. André Rittmann zusammen mit Rian Ostenbrink befassen sich mit Motoriktraining durch Physiotherapie, um die Bewegungsfähigkeit bei kleinen Kindern zu verbessern und diese Studie läuft noch. In Bezug auf pharmakologische Interventionen sollte die Verwendung von Medikamenten in Betracht gezogen werden, aber es sollte nie die einzige Antwort sein. Sie sollte immer als Ergänzung zu psychologischen Interventionen erfolgen.
André erwähnte bereits die Rolle von Dopamin bei NF1 und wir wissen, dass der zyklische und der Signalweg bei NF1 herunterreguliert ist. Wir wissen also, dass Dopamin-Signalwege von NF1 beeinflusst werden. Methylphenidat kann für ADHS sehr effektiv sein, weil es die Aktivität des Dopamintransports blockiert und den Dopaminspiegel erhöht. Klinisch kann Methylphenidat bei Kindern mit NF1 sehr effektiv sein. Es kann sowohl die Unaufmerksamkeitsstörungen, aber auch die Hyperaktivitätsprobleme beeinflussen. Medikamente wie SSRIs oder Fluoxetin oder Sertralin können für Angstmanagement und Kinder mit NF1 verwendet werden. Melatonin kann auch helfen, aber es sollte nur zusammen mit Beratung zur guten Schlafhygiene in Betracht gezogen werden. Es kann nützlich sein, wenn Patienten Probleme beim Einschlafen haben. André sprach zuvor kurz die experimentellen Behandlungen an. Dies ist eine wirklich spannende Zeit für die NF1-Forschung, da es eine Reihe von Experimentenbehandlungen gegeben hat, die veröffentlicht wurden oder noch in Arbeit sind, die den zugrunde liegenden molekularen Signalweg zum Ziel haben. In dieser hervorragenden grafischen Darstellung sehen wir, dass bei NF1 das Protein Neurofibromin fehlt, das die RAS-Signalwegaktivität hochreguliert, was die Freisetzung von GABA erhöht, was dann zur langfristigen Potenzierung beiträgt und den kognitiven Phänotyp hervorbringt. Statine reduzieren die Phanosylisierung von RAS, regulieren die Aktivität des RAS-Signalwegs nach unten, reduzieren die GABA-Freisetzung an der synoptischen Schnittstelle und stellen die langfristige Potenzierung wieder her. Auf der Grundlage dieses Verständnisses der Wirkung von Statinen wurde in der Fachliteratur über eine Reihe von Statinversuchen berichtet. Leider ist bei den meisten dieser Studien festgestellt worden, dass es keine Auswirkungen auf die primär gemessenen Parameter gegeben hat. Und die Gründe dafür sind, dass die meisten dieser Studien mit Kindern in älteren Altersgruppen oder zumindest mit Jugendlichen durchgeführt wurden. Zudem stützen sie sich auf Outcome, auf Messparameter, die möglicherweise nicht auf Veränderungen reagieren, so etwa generische Messungen des IQ, des Gesamt-IQ. Wie ich bereits sagte, eine Ausnahme ist diese Studie von Steven Rose et al., die aus Manchester stammt, in der Kinder schon im Alter von 4 betrachtet wurden. Aber es war eine wirklich kleine Studie, in der wir zeigten, dass Statine mit einigen Veränderungen in neurologischen Markern assoziiert waren. Insgesamt hatten die meisten Studien jedoch negative Ergebnisse, was die primären Outcome-Kennzahlen betraf. Natürlich gibt es Interesse an Methylphenidat, und tatsächlich deuten alle Methylphenidat-Studien darauf hin, dass es tatsächlich einen guten Einfluss von Methylphenidat auf ADHS-Outcomes gibt. Die Excel-Studie, die in Holland durchgeführt wird, muss noch veröffentlicht werden. Natürlich gibt es große Begeisterung über MEK-Inhibitoren zur Behandlung von plexiformen Neurofibromen und niedriggradigen Gliomen bei NF1. Und es gibt eine erste Pilotstudie. Entschuldigung, ich höre im Moment nichts. Es gibt eine Pilotstudie, die nahelegt, dass sich auf Kognition, insbesondere Exekutivfunktionen, auswirken kann. Wir müssen jedoch sagen, dass es sich hier um eine einarmige Studie handelt und keine randomisierte, kontrollierte Studie. Es werden also noch weitere Ergebnisse erwartet. In Manchester probieren wir auch Behandlungen wie die transkranielle Gleichstromstimulation. Nicolas, sind wir... Ich glaube, es gibt technische Schwierigkeiten. Wenn Sie sich bitte gedulden. Ja, herzlich danke willkommen für, Ihre Beiträge zu dieser Masterclass. Es kommen jetzt ein paar Fragen im Chat. Einige kommen von Patienten oder vielmehr Eltern von Patienten. Wir haben hier eine Frage von Ivan Ivanov. Er hat einen Sohn mit NF1, der 21 Jahre alt ist, der auf der Hochschule studiert und 2 Fremdsprachen spricht und einen sehr hohen Intelligenzquotienten hat. Wie kann man das erklären? Nicht alle NF1-Patienten haben das Problem. Soll ich das ansprechen, Schruti? Ja. Wie ich schon sagte, als ich über Intelligenz sprach,
Man hat dabei festgestellt, dass in der großen Gruppe, die von Gruppe von Kindern und Jugendlichen, es eine große Spannbreite gab. Es gab sehr niedrige Werte und sehr hohe Werte. Ich kenne auch Universitätsstudenten, die NF1 haben. Und die diese Spannbreite ist dieselbe wie in der Allgemeinbevölkerung. Der einzige Unterschied ist, dass der Mittelwert verschoben ist. Das heißt also, die Gesamtverteilung der Intelligenz ist ein bisschen nach links verschoben, um 10 bis 15 Punkte. Aber das schließt nicht aus, dass es eben auch Menschen auf der ganz weit rechts gibt mit hohen Intelligenzquotienten. Ich möchte auch hervorheben, dass Intelligenz und Intelligenzwerte nicht das Einzige sind, was für den Erfolg in der Schule verantwortlich ist. Man muss auch Dinge haben wie eine Arbeitshaltung, Exekutivfunktionen, man muss seine Lernaufgaben organisieren können und man muss große, umfangreiche Texte lesen können. Also dieser Aufmerksamkeitsteil und die exekutiven Funktionen kommen noch hinzu zur Intelligenz und zusammen mit den sozialen und emotionalen Fähigkeiten einer Person sorgen für den Erfolg im Bildungswesen. Und wenn man zwei oder drei dieser Bereiche hat, die auf der positiven Seite stehen, wenn man da also gewisse Talente hat, dann schafft man es möglicherweise in eine höhere Bildungseinrichtung. Ich hoffe, dass das die Frage beantwortet hat. Ivan weist darauf hin, dass es ein neuer Fall für Sie ist, dass Sie keine weiteren Fälle in der Familie haben, dass es also ein De novo-Fall ist. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied machen würde. Ich glaube, es gibt auch familiäre Fälle, wo es höhere Intelligenzquotienten gibt. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Ich vergleiche das auch mit sporadischen Mutationen, familiären Mutationen, und ich habe da keine großen Unterschiede hinsichtlich der Auswirkungen auf den Intelligenzquotienten feststellen können. Schrutti, wolltest du noch was sagen? Ja, ich glaube, in der klinischen Erfahrung beweist sich das, wenn man mit Genetikern spricht, sehen sie oft neue Patienten in Familien und denen geht es in der Regel besser. Der Grund dafür ist noch nicht klar verstanden. Aber einige Studien haben gezeigt, dass es ein klein bisschen einen Unterschied gibt. Andere Studien haben dann wiederum keinen Unterschied in der Kognition zwischen den beiden Gruppen gefunden. Ich habe eine Studie durchgeführt, die diese beiden Gruppen miteinander verglichen hat. Der einzige Unterschied, den ich feststellellen konnte, war, dass die Kinder, wo die Mutation in der Familie lag, also ein Elternteil auch NF1 hatte, das waren diejenigen, die öfter zurückkamen für Nachfolgetermine. Das war die Gruppe, die sich sehr genau an den Plan gehalten hat. Wir sehen sie zu 3, 6, 11, 15, 18 Jahren und die kommen immer zu den Terminen. Kommentar nochmal zu der ersten Frage war, er hatte nichts und dann urplötzlich wurde er mit 19 Jahren mit NF1 diagnostiziert, also recht spät. Wir haben eine weitere Reihe von Fragen und Kommentaren, und zwar vom Vater einer 11 Jahre alten Tochter, die eine NF-Mutation Y489C hat und aber keine Tumoren. Und sie wird diesen Monat auf ADHS getestet. Sie nimmt Strattera zur Behandlung von ADHD und auch Vivanse. Und wollen Ihre Meinung hören zur
Tatsache, dass sie trotz immer noch unter Angst leidet. Und wenn sie aus der Schule nach Hause kommt, ist sie sehr schlecht gelaunt, sehr fordernd, sehr ängstlich und braucht pausenlos die Aufmerksamkeit eines Erwachsenen. Sie ist vollkommen abhängig von ihrem iPad, was sie zwar auch beruhigt, aber in anderer Richtung auch wieder nicht so gut ist, weil es für die Familie sehr schwer ist, sie vom iPad wegzubekommen. Und ihre Meinung dazu wurde angefragt. Ja, nehme ich gerne. Was ich da höre, ist nicht ungewöhnlich. Das ist etwas, was wir sehr oft hören. Angst ist wirklich ein Kernfaktor beim Autismus. Ich sage nicht, dass jeder das hat, aber es ist Teil dieser sozialen Unreife, die viele dieser Kinder aufweisen. Und die Angst ist zurückzuführen auf die Tatsache, dass sie nicht wissen, was als nächstes passiert. 11 ist auch ein ganz wichtiger Übergangsalter. In meiner Erfahrung ist das für Kinder eine schwere Zeit, ist ein großer Sprung von der Grundschule in die weiterführende Schule. Und die Beziehung mit den Mitschülern und überhaupt in der Welt mit Erwachsenen wird komplizierter. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass die Kinder nach Hause kommen und schlecht aufgelegt sind und viel verlangen. Das ist so wie eine Blase, die platzt, wenn sie aus der Schule nach Hause kommen. Und Dinge, die sie während des Tages vielleicht stören, die entladen sich dann, wenn sie nach Hause kommen. Es ist schwer, da eine Meinung dazu zu äußern. Ich möchte vielleicht sagen, dass man hier eine wirklich gründliche Bewertung durchführen muss. Eltern, Lehrer, alle, die mit dem Kind zu tun haben und eben auch die Interventionen gemeinsam zu planen. Und ich möchte auch hinzufügen, ich glaube, sie hat Glück, dass Eltern an solchen Webinaren wie diesem teilnehmen und dass sie sehr bewusst sich der Probleme des Kindes bewusst sind. Das heißt, sie achten auf alles, was passiert. Und Angst ist ein Problem, das vielen Eltern Sorgen bereitet. Die gute Nachricht ist, Angst lässt sich behandeln. Und zwar recht leicht. Hängt natürlich auch von dem Grund der Angst ab. Wenn es sich um Autismus handelt, dann ist eine andere Behandlung erforderlich, als wenn es sich um reine Angststörungen handelt, unabhängig von Autismus. Was mich angesprochen hat, als ich hörte, dass sie aus der Schule ärgerlich nach Hause kam, war, ist, dass es oftmals so ist, dass Kinder, die sehr intelligent sind und sich gut ausdrücken können und auch schwierige Wörter benutzen können und längere Sätze bauen können, dann überschätzen wir oftmals die Fähigkeiten der Kinder. Manchmal erwarten wir einfach zu viel von ihnen. Manchmal muss man einfach die Bildungsgeschwindigkeit ein wenig herunterfahren. Manchmal ist es gut, wenn Kinder einfach weniger lange Zeit in der Schule verbringen, früher nach Hause kommen und manchmal eben auch länger für den Abschluss der Grundschule oder der weiterführenden Schule brauchen. Nicht, damit man einfach nicht zu viel von ihnen verlangt und sie überfordert. Und all diese Angstzustände auslöst und eben auch zu Stimmungsschwankungen beiträgt. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch viele weitere Fragen bekommen. So läuft das meistens. Wir haben eine Frage von Andrea Koppens. Sie fragt, was empfehlen Sie, wie man Motorkoordinationsprobleme beobachtet? Sollten wir Therapeuten, Augentherapeuten und so weiter als Teil des interdisziplinären Teams haben? Oder sollten Kinderärzte das überwachen? Ja, diese Motorkoordinationsprobleme potenzieren sich im Laufe der Entwicklung. Und es ist besser, gleich, oder die Überweisung hängt davon ab,
wie groß die Probleme sind. Wenn man das vermutet, dann sollte man an einen Ergotherapeuten überweisen, denn da kann es sehr sinnvolle Interventionen geben. Wenn die Mittel das erlauben, dann sollte man das tun. Wir haben das in Manchester hier nicht, aber wir überweisen Patienten, damit sie zur Ergotherapie kommen. Da werden standardisierte Bewertungen durchgeführt und es werden Interventionen angeboten, die Probleme mit der Koordination haben und die eingeschränkte Funktionen haben. Und das kann sehr, sehr effektiv sein. Motorkoordination wirkt sich auf die Funktion aus, aber auch die Abgeschlagenheit, die Müdigkeit. Das macht auch alles noch viel schlimmer. André, wolltest du noch etwas dazu sagen? Ja, diese Studie wird von verschiedenen Ergotherapeuten und Physiotherapeuten im Land durchgeführt. Sie werden geschult im Rahmen von 10 bis 20 Sitzungen und wir sind uns nicht ganz sicher, ob das wirkliche Auswirkungen haben würde. Aber nachdem wir festgestellt haben, dass es schwerwiegendere motorische Probleme gab, haben wir sie meistens weiter verwiesen. Und zwar gibt es Kinderergotherapie und ich glaube, Kinderärzte können diese Signale auch wahrnehmen. Aber die Bewertung, die Beurteilung, wie weit diese Kinder möglicherweise zurückliegen in ihren, das sollten auf jeden Fall die Ergotherapeuten machen. Als erstes, wenn die Kinder in meine Klinik kommen, gucke ich zuerst mal an, wie sie die Stufen hinaufgehen, ob sie einen Fuß schneller setzen als den anderen. Und dann frage ich sie, ob sie eine Packung Chips oder Kekse aufmachen können, wie sie das machen. Also das kann Teil ihrer Routine sein, der Routine der Einschätzung im Kind beim Kinderarzt oder der Kinderärztin. Ja, da gibt es einen schönen Screening-Fragebogen, den finden Sie als Freeware. Ich glaube, Barbara Wilson, erwähnt die Entwicklungsstörungen, Koordinationsstörungen. Da werden die Eltern gefragt, welche motorischen Fähigkeiten die Kinder jeden Tag haben. Also ein gutes Screening. Und das können auch die Kinderärzte nehmen, um zu sehen, ob sie die Kinder für die Physiotherapie oder andere Therapie verweisen. Danke. Wir haben noch eine ganze Reihe von Fragen für Sie. Wir haben zwei Fragen hinsichtlich der Behandlungen und potenzieller Behandlungen. Eine von Herrn Psanow, der fragt, es gibt eine Studie, in der NAC, N-Acetylcystein, ein Antioxidant in NF1 benutzt wird und er hätte gerne eine Begründung dafür. Und dann gibt es Studien zur Blockierung des 5-HT6-Rezeptors, die Aktivität, dass die normalerweise durch Neurofibromin moduliert wird. Kann ich das erste nochmal hören? Die erste Frage, da ging es um NAC. Ich kenne keine Studien mit N-Acetylcystein und ich weiß nicht, wie sich das auswirkt. Aber die Frage 5-HT6, das hat mit Serotonin zu tun. Nein, 5-HT6. Da kenne ich keine Studien, aber ich bin sicher, dass die Gutmann-Gruppe eine Serotonin-Studie gemacht hat. Ich kenne aber die Details dieser Studie leider nicht. Eine weitere Frage. Es scheint, dass die neueste klinische Forschung kognitiver Defizite und NF1 sich auf die transkranielle Gleichstromstimulation konzentrieren, sowohl als Outcome-Messung als auch als Behandlung. Könnten Sie mehr darüber sagen und wie TMS mit den kognitiven Defiziten bei NF1 zu tun hat? Die letzte Folie der Präsentation hatte Informationen darüber,
Und es tut mir leid, dass wir da technische Schwierigkeiten hatten, dass das abgeschnitten war. Die transmagnetische Stimulierung wird ebenfalls benutzt als Outcome-Measure in den Niederlanden. Und da gibt es ein paar Studien. Die transkranielle Gleichstromstimulation, das ist also eine magnetische Spule, die auf den Kopf gesetzt wird und es wird Gleichstrom angesetzt und man schaut sich an, welche Gehirnregionen stimuliert werden und wo das Potenzial besteht. Also man misst das dann auch in der Hand zum Beispiel. Soweit wird das noch nicht als Behandlung benutzt. Momentan wird es als Kennzahl benutzt, als Messung für Medikamentenstudien, ob die Medikamente effizient sind oder ob man sie ändern muss oder ob sie diese Aspekte ändern. Aber es gibt neue Evidenz für transmagnetische Stimulation bei Depressionen und ähnlichen Erkrankungen. Aber es kommen noch immer Ergebnisse heraus und es ist noch nicht in der klinischen Praxis. Die Direkt-Gleichstromstimulation, da gibt es Therapien mit kleinen Mengen von elektrischem Strom. Da gibt es viel Fachliteratur im Moment, die jetzt noch veröffentlicht wird. Wir hatten eine Studie in Manchester. Und das ist alles noch in der experimentellen Phase. Die Begründung der Stimulierung ist, dass es die lokale kortikale Aktivität, Erregung stimuliert und es wahrscheinlicher macht, dass die Neuronen feuern sozusagen. Und wir versuchen das zu benutzen, wenn die Patienten das tolerieren können. Und wo wir das studiert haben, wie gesagt, das ist noch in der Experimentierphase und wird noch nicht in der klinischen Praxis angewandt. Wir müssen da noch viel mehr darüber lernen. André, möchten Sie dazu etwas noch sagen? Nein, ich glaube, Shruti hat das sehr gut erklärt. Das war wirklich ausgezeichnet. Ich stimme zu. Das ist noch nicht für den therapeutischen Gebrauch bereit. Es ist schwierig auszuführen. Außerdem müssen die Leute, die diese transkranielle Stimulierung durchführen, auch viel lernen, auch wenn es nur zur Einschätzung ist. Und um zu sehen, ob es einen Unterschied in der Konnektivität im Gehirn gibt. Und wir sehen einen Zusammenhang zwischen der transkraniellen Stimulierung und langfristigen Potenzierung. Und das steht in engem Zusammenhang mit dem Lernen. Aber wir sind noch nicht ganz sicher, ob die therapeutische Verwendung effektiv ist bei Neurofibromatose 1. Ein Kommentar von Herb. Zur Information, ich kann das nicht in Ihren Chat kopieren, aber da ist ein Link. Er hat einen Link geschickt im Chat für die klinische Studie, um die es ging. Also wenn Sie die Details haben, können Sie das vielleicht offline beantworten. Dann haben wir noch eine Frage von Steven Schert. Können Sie mehr sagen über die zugrunde liegenden Mechanismen der Schlafstörung bei NF1 und potenzieller Interventionen? Hätte das wohl einen Zusammenhang mit der erhöhten Inzidenz der chronischen Ermüdung? Ich habe den ersten Teil der Frage nicht verstanden. Können Sie das nochmal wiederholen? Die Frage war, können Sie mehr sagen über die zugrunde liegenden Mechanismen der Schlafstörung bei NF1 und potenzielle mögliche Interventionen? Soll ich das beantworten, André, oder möchten Sie das beantworten? Ich kann etwas dazu sagen. Sie hatten ja auch eine Folie dazu. Wir haben mit jungen Leuten und jungen Erwachsenen mit NF1 eine Studie gemacht und da gab es viele Schlafstörungen, aber es hatte sehr unterschiedliche mögliche Gründe, besonders bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Gab es eine große Variation der Zeit, wo sie zu Bett gehen und viele von ihnen
hatten auch große Unterschiede, wann sie am Wochenende und unter der Woche ins Bett gehen. Und das hat dann hatten viele Probleme mit dem Einschlafen. Also die Schlafhygiene ist natürlich, oder gute Schlafgewohnheiten sind natürlich etwas Wichtiges. Außerdem ist uns aufgefallen, dass die Leute mit ADHS natürlich, wie bei ihnen oft der Fall ist, besonders Probleme beim Einschlafen, wie Shruti ja schon sagte, ein Teil hat Melatonin genommen, um beim Einschlafen zu helfen. Und außerdem haben wir gesehen, dass viele von ihnen Probleme beim Aufwachen hatten, sind mitten in der Nacht oder ganz früh aufgewacht. Und diese Leute hatten auch Probleme mit der Stimmungsregulierung oder mit Angstzuständen. Also da gibt es eine große Spannbreite und es müsste genauer untersucht werden, was die Gründe sind für die Schlafstörungen. Wir haben in der Forschung auch gesehen, dass es eine biologische Verbindung gibt mit den Schlafproblemen. Gute Schlafgewohnheiten sind das Erste, was wir als Intervention vorschlagen, und das ist sehr wirksam für einen großen Teil der Patienten, selbst wenn es starke biologische Gründe für die Schlafprobleme gibt. Möchten Sie dazu noch was sagen? Ja, was den Mechanismus betrifft, Amita Segels Gruppe hat ein Paper veröffentlicht, das zeigte, dass LPG, die den Schlaf tags und nachts reguliert, der zirkadiane Rhythmus und der Mangel von Neurofibromin stört das. Und deshalb ist die Wahrnehmung von Tag und Nacht gestört und die Schlafprobleme können damit zusammenhängen. Wir haben eine natürliche innere Uhr, die durch unser natürliches Melatonin, und das ist gestört und das trägt zu den Schlafstörungen bei. Und deshalb ist es möglich, dass Melatonin hilft, wie natürlich auch die guten Schlafgewohnheiten. Ich habe selbst eine Frage. Vielleicht können Sie darüber mehr sprechen. Sie sprachen darüber, wie man die Eltern ausrüstet vielleicht könnten Sie uns sagen, wie wichtig es ist, den Eltern Hilfe zu geben, denn das ist ja äußerst wichtig. Ja, da haben Sie recht. Also den Eltern Mittel an die Hand geben, da haben wir kein Standardprogramm, aber wir arbeiten an einem Programm für die Eltern von Kindern mit NF1. Was wir tun, ist, dass wir den Eltern, den einzelnen Paaren, die zum Beispiel junge Kinder haben, das sind größtenteils die Eltern, mit denen wir sprechen, aber wenn die Kinder dann mal 7, 8, 9 sind, sind die Kinder in den Therapiesitzungen dabei. Und da benutzen wir alle möglichen Techniken, wie zum Beispiel die Akzeptanz- und Commitment-Therapie, Verhaltenstherapie, um sich mit den Problemen zu beschäftigen. Wie Sie schon hörten, gibt es eine ganze Bandbreite von Problemen, die man mit diesen Leitfäden und diesen Techniken für die Eltern helfen kann. Es hängt auch davon ab, welche Fragen die Eltern haben. Wir haben da allgemeine Leitfäden für die Eltern und wir treffen uns mit ihnen für 2, 3, 1, 2 Sitzungen für, wir nennen das Psychoeducation, also Psychoaufklärung. Aber das ist ja anders für jedes Kind anders. Ein Kind ist sehr hyperaktiv und ein anderes Kind hat Lernschwächen und da können die Eltern keine Sonderlehrer sein. Also da gibt es ein ganzes Spektrum von Problemen, die die Eltern haben. Also
Wir machen da generische Aufklärung sowie individuelle Hilfe für Eltern, also kein Standardprogramm. Das CTF hat sehr gute Hilfeblätter, sehr gute Leitfäden auf der Website. Und in den jeweiligen Ländern gibt es ja auch wohltätige Organisationen. Wir haben im Vereinigten Königreich eine wohltätige Organisation. Und also fragen Sie die Ärzte und Ärztinnen. Manchmal sind die Schwierigkeiten vor allem Entwicklungsstörungen und viele erkennen das. Wir hatten das Problem im Vereinigten Königreich und die müssen erkennen, dass das Teil von NF1 ist, dass das zur Krankheit dazugehört. Und besorgen Sie sich aktuelle Fachliteratur. Und wie gesagt, die Websites haben viele Blätter darüber. Und suchen Sie sich auch Fürsprecher, die für die Eltern sprechen. Wir haben zum Beispiel Krankenschwestern, die sich spezialisieren auf NF1. Und die sprechen ebenfalls für die Eltern. Danke, vielen Dank. Ich weiß, dass die Stunde schon vorbei ist, aber da ist noch eine gute Frage, eine gute letzte Frage, die wir vielleicht beantworten können, bevor wir die Sitzung schließen. Wissen Sie, ob es eine Korrelation gibt zwischen Schlafproblemen und Optikuskleomen sowie kognitive Defizite und OPGs? Ich kenne keinen Zusammenhang zwischen den beiden. Sehen Sie da Zusammenhang, Shruti? Nun, ich bin mir eines Zusammenhangs nicht bewusst. Ich glaube, niemand hat das geprüft, ob es eine Beziehung gibt zwischen Optikuskleom und Schlafproblemen. Ich überlege mir, welche Hypothese man hier aufstellen könnte. Was das Optikuskleom betrifft, da hat sich niemand betrachtet. Also wir betrachten natürlich die Gehirnläsionen, aber ich glaube nicht, wir haben da eine Beziehung mit dem Optikuskleom gesehen. Wir wissen, dass David Gutmans Gruppe die Unterschiede zwischen Frauen und Männern zeigte beim Optikuskleom, aber ich glaube nicht, dass es einen Zusammenhang mit der Kognition gibt, soweit ich mich erinnern kann. Nein, für mich gilt das Gleiche. Nun, ich danke Ihnen herzlich, Shruti und André, für diese sehr lebhafte Sitzung und ich danke den Zuhörern für die tollen Fragen. Dieses Webinar wurde aufgezeichnet und es wird sobald wir das hinkriegen, wird das auf dem YouTube-Kanal des CTF zur Verfügung stehen. Und Sie können sich das auch, wie gesagt, hinterher nochmal anschauen. Die nächste Masterklasse ist am 15. April. Unterschiedliches Thema. Es geht um die Operation für NF2 und ich hoffe, Sie auch dort wieder begrüßen zu können. Und ich danke Ihnen allen nochmals, dass Sie heute dabei waren. Herzlichen Dank. Danke. Auf Wiedersehen.